Okay, Sie haben gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. Warum ist denn das Thema Fahrerassistenzsysteme auch für Autoglaser interessant und spannend? Ja, es gibt immer mehr moderne Fahrzeuge mit Kamerasystemen, die zum einen dafür da sind, dass das Auto automatisch abgebremst wird, wenn ein Auffahrunfall droht, oder auch zum Spurhalten. Und die haben eine wichtige Bedeutung in der Fahrfunktion. Und die müssen aber auch, wenn das Glas getauscht wird, entsprechend kalibriert werden. Ja, die Frage ist, guck mal, was bedeutet das? Windschutzscheibe austauschen war früher viel einfacher als heute. Mit all die Kameras, die es heute gibt, ja, müssen wir unsere Leute, unsere Monteure sehr viel schulen, müssen wir viel mehr Investitionen machen und so weiter, um das sicherzustellen, dass, wenn die Scheibe ausgetauscht wird, es nachher, dass sie sehr gut kalibriert ist, dass es nachher keine Haftungsrisiken gibt. Und das ist, wo wir uns nicht auf vorbereitet haben. Jeden Tag schulen wir unsere Mitarbeiter, kriegen 40 Stunden pro Jahr eigentlich für extra ADAS-Kalibrierungsschulung. Und das ist für uns wichtig, um die Haftungsrisiken komplett auszuschließen, sodass der Versicherer, die Insassen, auch den Unfall, Gegner und so weiter sicher wissen, ist das Fahrzeug kalibriert. Und dadurch hat alles gut funktioniert. Also ein wichtiges Thema, was Sie hier besetzen. Dann wünsche ich Ihnen damit auch viel Erfolg und hoffe, dass Sie hier noch eine schöne Messe haben.